Komme ich einen anderen Rentensteuerfreibetrag, weil ich zum 1.7.2024 die 7,5% Zuschlag auf meine EM-Rente bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Schnellfrage bekommen zum Thema Rentensteuerfreibetrag. Und dort schreibt uns der äh, Kunde, ich bin seit Ende 2003 äh, Rentner, einer, ich, Rentner, ich beziehe eine EM-Rente und er bekommt jetzt die 7,5% mehr Rente. Und damals waren ja seine, äh, war ja seine EM-Rente 50% steuerfrei. Das ist völlig klar, seit 2005 ist das so. Und jetzt äh, geht es um darum, äh, wird der Steuerfreibetrag durch die 7,5% Zuschlag neu berechnet? Und ähm, sind dann die 50 Prozent ab, also sind dann 50 Prozent im Jahr 2004 dann neu steuerfrei? Meine Damen und Herren, nein, das ist so nicht. Äh, es ist völlig klar, dass die Rentenerhöhungsbeträge grundsätzlich zu 100 Prozent steuerpflichtig werden. Das heißt also, äh, auch wenn Ihre Rente im Jahr 2005, äh, 2005 zu 50 Prozent steuerfrei war, haben Sie ja in den Jahren danach immer mal wieder, es gab äh, ein, zwei Jahre oder drei Jahre, wo es keine Rentenanpassung gab, äh, eine Rentenanpassung bekommen. Und diese Rentenanpassungsbeträge, es geht immer nur um diese Prozentbeträge, die sind grundsätzlich zu 100 Prozent steuerpflichtig. Das heißt also, die 7,5 Prozent mehr Zuschlag an Rente, die Sie im Jahr, die sie zum .7. 2024 bekommen, plus die 4,57% Rentenanpassung, die Rentenerhöhung, die allgemeine, die sind dann äh, im Zahlbetrag zu 100% steuerpflichtig, wenn Sie mit diesen Zahlbeträgen über Ihren steuerfreien äh, äh, Grundverdienst von, ich weiß nicht, im Jahr 2024 sind über 11.000 Euro zu, äh, zu versteuerndes Einkommen kommen. Renteneinkommen kommen. Das heißt also, meine Damen und Herren, so wird es im Übrigen auch in den entsprechenden Formularanträgen äh, bei, der, äh, bei, bei der Einreichung der Steuererklärung immer auch abgefragt. Und das sehen Sie auch in den, Steuer, äh, in den entsprechenden Rentenanpassungsmitteilungen oder Rentenbezugsmitteilungen, diese steuerlichen Bezugsmitteilungen, dass dieser Betrag, dieser Anpassungsbetrag und Erhöhungsbetrag grundsätzlich... Extra ausgewiesen ist und den müssen Sie auch in, dem, äh, in den entsprechenden Formularen für die Steuererklärung äh, für das Jahr 2024, zum Beispiel dann im Jahr 2025, auch in die entsprechende Spalte dort in den entsprechenden Formular elektronisch erfassen. Und dieser Betrag ist dann zu 100 Prozent definitiv steuerpflichtig. Meine Damen und Herren, deshalb wird sich an Ihrem Rentensteuerfreibetrag nur deshalb weil sie die 7,5 Zuschlagserhöhung bekommen im Jahr 2024 nichts ändern dieser bleibt gleich und zwar so wie sie ihn ab 2003 erhalten haben oder dann mit der Umstellung ab 2005 dann mit der nachgelagerten Besteuerung zu 50 das bleibt dann dieser Betrag von damals bleibt dann ihnen sozusagen ein Leben lang erhalten der geht dann auch in die Altersrente mit über. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.